Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Am. Ja, nachdem ich jetzt hier gemerkt habe, dass die Gruft doch etwas größer ist als erwartet und es genug Gegner gibt Keine und so weiter, bla bla große bla, bin ich gerade am Überlegen gewesen, ob wir Korgan nicht einfach kurzfristig in die Wüste schicken, das Ganze mit Minsk machen und uns Korgan dann wiederholen, wenn wir das Buch haben. Da ich ja hier meinen Safe gemacht habe, werde ich das einfach machen, weil Minsk gehen sonst viel zu Herausforderung. viele Erfahrungspunkte flöten. Dasselbe will ich nachher übrigens auch mit Valiga Cortadas Fähre Nun gut. ausprobieren. Ich meine, wir haben hier schon einen Haufen Erfahrungspunkte für Minsk verbraten. Ach, nehmen wir den unteren Ausgang. Hier ist ja alles sicher. Durch die ganzen Astral- und Spektralspinnen und so weiter. Korga nehmen wir dann halt einfach mit, wenn wir das Buch haben. Ihr müsst eure Gruppe erst. Was immer ihr wünscht. Und dann werden wir ja weitersehen. Weil Korgan ist nicht ausgerüstet. Korgan ist Level 8, ist also nicht so stark. Eigentlich hätte ich mit Korgan, mit dem Anheuern, also mit ihm überhaupt erst sprechen sollen, wenn wir so weit gewesen wären. Aber nun ist es mal so, wie es ist. Wenn ihr es wollt. Ah, wir gehen mal in den Emata-Tempel vorher und genesen unseren guten Keldorn, bevor wir rasten. Was ist eigentlich da drin? Zur Kupferkrone. Das ist auch noch ein Eingang zur Kupferkrone. Okay. Ach so, das ist der zweite Eingang zur Kupferkrone. Ja, das ist der Eingang direkt bei der Bar. Wenn es das ist, wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. So, auf die Karte, dann laufen die Leute schneller. Weil wir müssen erstmal Kel von Keldor den Lebensentzug runternehmen. Es hat sich nichts an eurer Scheinheiligkeit geändert, dämlicher Wurm. Ihr seid noch immer ein elender Wassersäufer. Wenn man vom zu klein geratenen Breitarsch spricht, schon watschelt er herein. Ich sagte gerade zu Wirrgesicht und Schraube locker, es ist eine Schande, dass wir keine Zwerge ausnehmen dürfen bis zum nächsten Montag. Eine Schande ist das. Also wisst ihr nichts von dem, was euch bedrückt, wäre nicht mit meinen Fäusten zu heilen, Tabaksack. Knirpse von eurer Sorte machen mir keine Angst. Verpisst euch, ich muss mit meinen Jungs einen drauf machen. Das lasse ich nicht zu. Ich bin nicht gerne ekel, aber ihr lasst mir keine Wahl. Erlauben? Vielleicht möchte eure neue Bande aus Gedärmgewusel wissen, dass dieser Steinbeißer hier alles auf sich genommen hat, während wir dabei waren, drei der Truppe hochzunehmen und Dreck fressen zu lassen. Was zur Hölle geht hier gerade ab? Kein Grund, gar kein Grund. Anscheinend wurde er oder ein anderer beleidigt. Er steht auf und Mücke, Dickbauch und Schnitzer sind tot. Spart euch das Blödsinn. Aus eiskalter Berechnung kam der Stahl zum Einsatz, Tabaksack. Und ihr seid euch des Vergehens ganz genau bewusst? Diesmal steckt ihr knietief drin. Betet, wenn ihr einen Gott habt, Schweinehund. Oh, jetzt müssen wir hier fighten. Nicht so schön. Minsk, Minsk, wo bist du? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Zum Glück können wir ganz geschmeidig abhauen und uns Minsk holen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Auf meiner Klinge steht euer Name. Dort, wo der Übel
Nebel riechende Gestank des Bösen hingeht, dort weht auch der reinigende Wind in Gestalt von Minsk und Bohin. Bleibt stehen, ihr bewaffnete Schuft, und sagt mir, was ich hier zu suchen habe. Moment, ich kenne euch. Oh, Tag des Glücks, ihr seid gekommen, um Minsk und Bohin bei euch aufzunehmen, sodass wir gemeinsam unsere Feinde niedertrampeln können. Ja, komm, Minsk. Bei Keldorn. Nicht Keldorn, wie heißt der nochmal? Wir sollten getrennte Wege gehen. Ja, geht die Kupferkrone. So, ein bisschen Erfahrung und Gold. Ich warte, was möchtet ihr? Was kann ich tun? So, das ist die richtige Reihenfolge jetzt wieder. Ich habe auch gerade ein Problem damit zu wissen, ob Keldorn von diesem Kampf Erfahrungspunkte kriegt. Keine große Herausforderung. So, die zwei, die uns verfolgt haben, sind tot. Da ist Nummer 3. Auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer Name. Geld. Und das Buch von Kassas? Warte mal kurz. Erledigte Aufgaben. Nach Datum. Game Base Honorar, die Jagd auf Valiga Kotala. Jagd auf Valiga, Kangaks Körper wiederherstellen, die Jagd auf Valiga, Relis und Herr Dallas, schwindet das Schwert Spinnenfluch. Okay. Wir haben wohl keine andere Wahl. Wir müssen das Ganze mit dem Zwerg machen. Das heißt, wir rasten jetzt hier erst einmal, werden von Kuhlen gefressen. Schon wieder Gegner. Nun gut, ja. Und ich kann immer noch keine Genesung wirken. Fragt nur. Ich lade den Safe nochmal. Ich will einfach nur einmal bitte in Ruhe rasten können hier. Danke. So, Keldorn ist entflucht. Ich warte. Ich denke, ich bin. Ich kann auch auf einer Nadelspitze. Das heißt, wir schicken Yoshimo wieder vor zum Fallen entschärfen. Das ist ein großer Raum hier. Das ist eine Mumie.
Viel Schaden macht das bei Mumie nicht gerade. Ja, keine große Herausforderung. Dafür haben wir aber unsere Kampftruppe. Was leichtfüßig und so. Naja gut, die Erfahrungspunkte, die Minsk verloren gehen, sind eher trivial. Hi, Monsterhorde. Das sind da doch ein paar mehr. Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Oh, die können eben mal weg. Was kann ich tun? Ihr braucht meinen Rat. Yoshimo ist bereit. Schnell, Ratze. Bei Torm, ich werde euch erledigen. Das hat gut gesessen. Das hat echt gut gesessen. Nun gut. Wo soll ich euch mal? Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Okay, so wie es aussieht, gibt es da noch einen großen Raum. Das heißt, wir gucken uns erst den großen Raum hier unten an. Ja, wie heißt du? Korgan. Korgan und das Buch von Kaza. Das haben wir ja hier oben irgendwo noch, oder? Ja, Korgan und das Buch von Kaza. Wow. Au. Nee, das lasse ich jetzt nicht so leicht auf mir sitzen. Ich habe mich ablenken lassen. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Keine große Herausforderung. Ich leichtfüßig und so. Dieses Grab wurde aufgebrochen, alle Wertsachen geplündert. Die Plünderer haben die Finger der Leiche gebrochen, zweifellos, um an einen Gegenstand heranzukommen, den die Leiche umklammernd hielt. Ich war. Ja, hier war das Buch. Dieses Grabmal wurde schon geplündert. Die langbeinigen, stinkenden Bastarde waren schneller. Die Gauner werden eine Mahlzeit aus kaltem Stahl fressen, wenn ich sie mir vorknöpfe. Aha. Stinkendes Fleisch, verfluchtes Leben, es gibt sogar hier Regeln, Gesetze. Der ewige Schlaf muss bewahrt bleiben, Frevler müssen sterben, den Weg allen Fleisches gehen. Kassas Buch ist verloren, Devasis Lehrling soll ihr Verderben sein, sterbt wie ich. Diese schnapsblütigen Stummelschwänze haben mich einmal zu viel wütend gemacht. Wir müssen ein paar wandernde Untote abfertigen und ein paar lebende Tote finden, die unter die Erde bringen. Haben wir jetzt ein Dings Upgrade gekriegt oder ist es immer noch da? Naja, das Buch von Kaza ist immer noch da. Ich werde dreimal auf euren Gräbern tanzen. Unter meiner Nase weggestohlen. Ich hab die Arbeit und finde raus, wo das verfluchte Buch ist. Und diese Felsflöhe schnappen es mir einfach weg. Ja, wir müssen los. Die Plünderung hier ist noch kein Tag hier. Wenn wir vor diesen Idioten bei Pimiko ankommen, kann ich sie vielleicht noch festsetzen und mir das wiederholen, was ohnehin mir gehört hätte. Tabaksack verlangt nach einer Tötung. Okay, ich bin dabei erstmal. Also los, auf zum Sieg und auf zur Beute. Es scheint so, als ob es einer Gruppe von Korgans ehemaligen Gefährten gelungen ist, uns das Buch abzujagen. Wir müssen zu Pimlikos Haus im Tempelviertel gehen, versuchen, ihnen den Weg abzuschneiden und das Buch wieder zu beschaffen. Ja, wisst ihr, was immer ihr wünscht. Erstmal will ich hier aber weitere Untote töten, weil die geben Erfahrungspunkte.
Schatte ist heute auf unserer Seite. Und sie haben Zeugs dabei. Eine Schutzformel und zweihändige Schwerter. Eine Schutzformel gegen Feuer, die ist immer nett.